Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Zwei, die heute bei uns sind, uns verbindet ein bisschen die gemeinsame Liebe zur Fotografie, kann man sagen. Aber diese beiden machen etwas, was sich kein normaler Mitteleuropäer mit Geburtsort Paderborn oder Großraum jemals in seinem Leben vorstellen könnte. Sie leben tatsächlich seit 30 Jahren im Dschungel. Sie leben sogar vom und aus dem Dschungel und mit allem, was da kreucht und fleucht. Kein Witz, in einer Diskothek in Paderborn haben sie sich vor 30 Jahren kennengelernt. Und weil er damals schon davon träumte, irgendwann mal Tarzan zu sein, wurde sie seine Jane. So war das wirklich. Und sie reiste mit ihm Anfang 20 One-Way-Ticket und ohne Ahnung einfach Richtung Urwald. Von dort aber bringen sie unglaublich schöne Bilder mit und eine Botschaft. Es gibt wenig, was so schützenswert ist wie dieser schmale grüne Gürtel, der unsere Welt umspannt. Denn 2/3 aller Lebewesen leben genau dort. Herzlich willkommen also Sandra Hanke und Dieter Schonlau. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Die gerade aus dem Urwald kommen oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, wir sind vor 2 Wochen wiedergekommen, ganz frisch aus Malaysia. Aus Malaysia? Ja. Lass uns einmal eure Geschichte wirklich ganz vorne beginnen. Ihr trefft euch beim Antanzen in der Diskothek in Paderborn. Genau. Ihr kommt sehr schnell auf die Idee. Paderborn ist wunderbar, großartig, ja. Aber wir wollen doch weg. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, wir werden irgendwann mal zusammen in den Regenwald fahren. Sandra war, stand ja noch in der Ausbildung. Ich war gerade frisch gebackener Konditormeister. Wir brauchten natürlich Geld. Wir haben ein Zelt gebaut. Das erste Mal das Zelt aufgebaut hat man bei meiner Mama im Schlafzimmer. Und haben mal so ein, wir tun mal als ob, als eine Obnacht im Zelt verbracht. Und uns überlegt, wie wird das sein, wenn wir dieses Zelt mal wirklich mal irgendwo in den Urwald aufbauen. Im Schlafzimmer, im Schlafzimmer von meiner Mama. Noch mal ein Dach drüber, vorsichtshalber. Haben, ich habe von Sandra, ich hatte Geburtstag, ein Buch geschenkt bekommen von Rüdiger Nebech, die Kunst zu überleben. Weil Abenteuer hin und her überleben wollten wir. Das ist ganz, ganz klar, das möchte jeder. Ja. Und so sind wir wirklich sehr blauäugig. Wir hatten wirklich nicht viel Ahnung. Wir hatten nur eine riesige Portion Abenteuerlust in uns drin. Und ja, und so sind wir in den Regenwald aufgebaut. Das heißt, ich hatte weiße Tennissocken und weiße Turnschuhe dabei. Das war damals super in und ich dachte, warum will man nicht in sein im Regenwald? Und festgestellt, weil ich nur eine kurze Sporthose dabei habe, dass das sehr ungeeignet ist vom, im Regenwald. Ist dann habe ich mir gut. von einem Schneider auf Sumatra eine, wir haben uns einen Stoff ausgesucht, die war lila, also der Stoff war lila mit gelben Streifen und daraus hat er mir eine Trekkinghose gebastelt. Und das heißt, mit einer lilafarbenen Hose und gelben Streifen, weißen Tennissocken und weißen Turnschuhen sind wir zum ersten Mal in Sumatra in den Regenwald gekommen. Was hatten Sie an? Es war ähnlich verrückt. Ich hatte eine grüne Leggings an mit schwarzen Punkten und Turnschuhen. Das heißt, eigentlich sahen Sie aus wie Modern Talking auf der ersten Tour. Wir waren froh, dass uns keiner, wir waren wirklich froh im Endeffekt, dass uns dort keiner gesehen hat. Wir haben ja nach Tieren, wir dachten ja, die Regenwald, die stecken voller Lebewesen, aber mir kommt es ganz, ganz schwierig zu sehen. Ja. Also es war eine wahnsinnige Geräuschkulisse. Da sind wir gerade in Neuguinea unterwegs gewesen. Ist das diese Begegnung oder so ähnlich? Das war auch auf der ersten Reise. Dort waren wir ungefähr ein halbes Jahr in Irian Jaya, das ist der indonesische Teil von Neuguinea, unterwegs. Ja, und das war, also da könnte ich jetzt den ganzen Abend noch drüber berichten. Das war eine der schönsten Zeiten überhaupt. Das war atemberaubend, warum? Mit solchen Menschen zusammen zu sein. Wir hatten keinen Guide, wir sind einfach losgelaufen, waren in den Bergdörfern drin. Wir haben ein Zelt aufgebaut, haben oben am Kamm, wirklich so, wie man sich das so vorstellt, auf einmal einen Eingeborenen gesehen. Der hatte Knochen durch die Nase und Sandra sagte, Dieter, guck mal da oben. Ich sag, was soll man machen? Wir haben unser Zelt weiter aufgebaut und auf einmal schauten wieder nach rechts so, dann stehen da 50, 60 solcher Menschen. Rannten auf uns zu, haben unser Zelt attackiert. Und dann haben wir den ersten, wir haben uns einfach sprachlich nicht verständigen können. Den klar konnte gemacht, die Sprache das, nicht? Nein, da nicht. Also wir sprechen mittlerweile recht gut Malaysisch, das hätte dort aber auch nicht genutzt. Wir haben das Zelt aufgemacht, die Symbolik gemacht, dass wir dort drin schlafen. Und dann war es wirklich so, wir haben diese Nacht in diesem Zelt gelegen und 100, 120 von diesen Dorfern haben um unser Zelt herum gesessen und sind nachts angefangen zu singen. Der Gesang war so, wie die Aborigines es mit dem Didgeridoo machen, nur die machten es mit den Stimmen. Und ich sagte, wir haben uns angeguckt und standen wirklich die Tränen in den Augen. Ich dachte, hör dir das an. Wir sind rausgegangen und haben die ganze Nacht mit denen um unser Zelt und um dem Feuer herum getanzt. Also, es war einzigartig. Und habt ihr deutsche Lieder beigebracht, oder? Aber, Sandra, Sie hatten keine Angst. Ich meine, wenn man sich nicht verständigen kann, finde ich immer schwierig. Und da steht jetzt der Mann mit dem Knochen in der Nase. Da würde ich als erstes denken, warte mal, Mann, Knochen,
Kannibale, wem gehörte der Knochen vorher? Das würde ich denken. Es war für einige Sekunden war schon ein schräges Gefühl auf jeden Fall, als dann die ganzen Männer runterkamen. Aber ja, wie Dieter auch sagte, dann, wir zeigten gleich, was da los ist mit unserem Zelt. Und dann kippte die Stimmung auch oder war total faszinierend. Ja. Hatten Sie Waffen, hattet ihr Waffen dabei? Nein, nicht wirklich. Steinäxte benutzten die noch, was ein bisschen schräg war. Also man sah das auch im Bild. Die Männer hatten so Kotegas, das sind sogenannte Penisschoner. Und einmal hatten wir eine Begegnung, es stand zwei, da waren so ungefähr so 1,60 Meter große Männer vor mir. Und die hatten dann Riesen-Kotegas, das sind so Penishüllen. Und da packten oben rein noch Süßkartoffeln, weil das war so eine Art Rucksack für die. Und dann da drauf kam noch Tabak. Und das Coolste war, oben drauf kam noch ein Grasbüschel, damit es nicht reinregnet. Und dann steht man da so vor und die hatten dann solche Dinge. Und dann, meine Herren, nochmal. Ja. Das ist großartig. Aber das ist ja... Das ist doch herrlich, oder? Männer auf der ganzen Welt gleich, ne? Vortäuschung falscher Tatsachen, würde ich das nennen. Ja, oder nicht? Ich sage jetzt nicht, welche Politiker, aber mir würden ein paar auf dieser Welt einfallen, denen das sicher wahnsinnig gut stehen würde. Ja. Aber Herr Lanz, es war wirklich so, dass wir halt auch hinterher noch, die haben uns dann begleitet, wir sind weitergezogen, die waren hinter uns her, die wollten uns bei unserem Gepäck tragen, die haben gesungen im Wald und ich glaube, wer sowas heutzutage mal erlebt, ich meine, das ist jetzt natürlich schon 15, 18 Jahre her, das war einzigartig. Und immer wieder sind wir auch auf andere Menschen gestoßen. Wir waren jetzt ja im Hochland unterwegs, dort ist es kalt. Die haben sich mit Schweinefett eingerieben und mit Ruß gegen die Kälte und dann wird man von denen in den Arm genommen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie sie nach ein paar Tagen riechen. Aber das ist doch irgendwann egal, oder? Total egal. Ja, finde ich auch. Du weißt, ich finde, es ist immer, wo Dieter steckt, ja? Wenn wir durch den Wald gehen. Ja. Wie lange wart ihr zusammen, als ihr eure erste Reise gemacht habt? Nach diesem Survival-Training im Kinderzimmer? Knapp 2 Jahre. 2 Jahre, okay, dass man sich relativ sicher... Genau, ich musste meine Ausbildung noch zu Ende machen. Ja. Oder ich wäre am liebsten direkt losgezogen, als ich Dieter dann kennengelernt hatte. Aber Dieter meint, nein. Das ist ganz wichtig. Also das steckt so in uns Deutschen drin, erstmal die Ausbildung zu sein und so ein bisschen so eine Grundbasis haben. Und das war auch ganz vernünftig so. Versicherung abschließen? Genau. Nee, wir waren, als wir dann losgeflogen sind, wir hatten wirklich nur ein One-Way-Ticket und wir waren nicht mehr sozial abgesichert. So. Wir haben uns von allen gelöst, was wir hatten. Alles, was wir noch übrig hatten, passt in unseren Rucksack rein. Wir wollten einfach offen sein. Wir wollten nicht, wir haben gesagt, wir kommen dann wieder zurück, wenn es uns vielleicht nicht gut gehen sollte oder wenn der Kopf voll ist, wenn wir diese Begeisterung verlieren. Und das hat über ein Jahr gedauert. Das finde ich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig mutig, sich das zu trauen. Und ich glaube, dass man unglaublich viel gewinnt, oder? Was gewinnt man, wenn man... Wir wissen, dass wir absolut privilegiert sind, dass wir in einem wunderschönen Land leben. Ich sag mal, wir leben hier im Schralaffenland und das gibt mir uns beiden eine innere Zufriedenheit, auf jeden Fall. Mhm. Was macht das mit einer Beziehung, wenn man sowas macht? Frage an Sandra zunächst mal. Also ich finde es nach wie vor immer, also viele Leute fragen uns das und ich finde es fantastisch, mit Dieter durch die Gegend zu ziehen und auch zu zelten. Und unter extremsten Bedingungen halten wir immer zusammen. Wir sind ein richtig gutes, eingespieltes Team. Ja, seit über 30 Jahren funktioniert das. Wo ist denn dieses... Und wenn Sie mich fragen würden, was das Schönste war in den zurückliegenden 30 Dschungeljahre, sage ich mal, dann würde ich sagen, dass ich das mit so einer tollen Partnerin zusammen machen konnte. Weil das ist wirklich nicht einfach, A, jemanden zu finden, mit dem man diese Freude und Leid teilt, mit dem man nachts durch den Wald geht und der sich genauso, wie man sich selbst darüber freut, dass man mal einen Blutegel sieht oder Spinnen sieht. Die müssen mal so eine Frau finden. Das ist nicht einfach. Das ist wahr, ja. Aber so einen Mann zu finden, ist auch nicht ganz einfach. Das stimmt. Kenne ich auch wenige Männer, die sich über die Begegnung mit Blutegeln wirklich aufrichtig freuen. Wo ist denn dieses Foto entstanden? Das entstand in Suriname, im ehemaligen Holländisch-Guyana. Und bei den Farbigen handelt es sich dabei um die Nachkommen entflohener Sklaven. Ja, und was die total cool fanden, das war dieses weiße Zeug, was ich mir in den Haaren schmierte. Geflohener Sklaven. Ja, also in Suriname gab es vor 150, 160 Jahren hat man die Sklaverei dort abgeschafft. Es war für uns ein komisches Gefühl. Das sind die Buschkreolen. Wir sind die Flüsse entlang gefahren. Wir dachten, und wie werden wir dort aufgenommen? Und das war so manchmal, und das war wirklich so, manchmal war es beschämend, wie gastfreundlich diese Menschen zu uns gewesen sind, überhaupt auf der ganzen Welt. Und diese Jungs glauben jetzt, dass sich Menschen ohne Haare mit Shampoo in Deutschland trotzdem ja, die fanden das halt einfach nur witzig, dass das auf einmal anfing zu schauen. Okay, verstehe ich. Wahnsinn. Ja, und da habe ich einen ganzen Tag im Fluss gestanden, das sieht man auch bei ihr. Das war mein Rasierschaum, der war nach einem Tag alle. Sondern alle Männer hier im Publikum, ich kann nur jedem empfehlen, wenn sie nach Suriname zu den Buschkreolen,
mehrere Dosen mitnehmen. Rasierschaum. Geht nur noch, genau. Ist völkerverbindend, Rasierschaum. Völkerverbindend. Ja, aber da sitzen jetzt 5 Kinder drauf. Das war hinterher so, dass wirklich so 20, 25 Kinder in einer Reihe standen. Und allen musste ich dann immer was ins Gesicht sprühen. Klecks auf die Nase. Ja. So, ihr habt... Es gibt ein tolles Buch von euch. Wir haben uns aber eigentlich kennengelernt bei einem Vortrag in Bad Tölz, ne? Lustigerweise, genau. auf dem Fotofestival. Ja. Das hat mich damals so begeistert, dass ich dachte, den müssen wir unbedingt mal in der Sendung haben. Und ihr habt, und das hat man dort gespürt, Bilder gemacht, Makrofotografie, also wirklich ganz nah ran an die Dinge. Das macht man nur, wenn man A, angstfrei ist und B, wenn man das wirklich, wirklich mag. Und wir sehen jetzt ein paar Bewegtbilder. Und ihr erklärt, was ist das hier, was wir übrigens Das ist eine Atlasmotte, einer der größten Falter der Welt. Wie groß? Spannweite so ungefähr. Wahnsinn. Gerade frisch aus der Puppe ausgeschlüpft, das heißt, man muss wissen, wie die Puppen aussehen, wann die schlüpfen. Ja. Dieser Falter hatte zum Trocknen seine Flügel aufgespannt und dann hat man vielleicht als Fotograf 1-2 Minuten Zeit, danach werden die Flügel zusammengeschlagen und dieses wunderschöne Flügelkleid, sag ich mal, wäre dann nicht mehr so perfekt. Also dieses Foto... Da haben wir wirklich 30 Jahre lang drauf gewartet. Ein einziges Mal gelungen. Ein einziges Mal ist dieses Foto gelungen. Das hier, was ist das? Das ist eine Orchideen-Gottesanbeterin. Das heißt, diese Gottesanbeterin ahmt eine Orchideenblüte nach. Insekten kommen angeflogen, denken, das ist eine wunderschöne Blüte. Ist und das schnappt, fies. Und dann schnappt diese Fangschrecke zu. Solche Fotos zu machen, auch dieses Foto, würde ich sagen, das macht man nur einmal im Leben. Sie ist wirklich sehr, sehr selten. Und den Moment zu erwischen, dass sie einen dann noch anschaut, diesen Winkel zu bekommen, da war man schon mächtig. Wo habt ihr das gemacht? Und das hier, schau mal das hier. Das wie schön, ne? Das war einer der buntesten Käfer, die wir jemals gesehen haben. Ja. Und hätte man ihn jetzt, würde man den von unten sehen, dann war der lilafarben mit gelben Streifen und kleinen grünen Punkten sogar noch. Und das ist kein Photoshop, das ist, sind wirklich im Grunde wieder eine erste Klamotte so ein bisschen, ne? Bitte? Wieder eine erste Klamotte eigentlich. Jupp. Wir hätten uns damals bestimmt gut verstanden, oder? Ja. Nächstes Bild. Aber das... Sandra, was ist das? Das ist ein Grünaugengecko. Das ist einer der größten Geckos der Erde. Und heißt? Der wird 35, 40 Zentimeter groß. Ja. Und wenn man ihn nachts, also Geckos rufen ja auch Gecko, wenn man ihn aber nachts rufen hört, dann bekommt man es wirklich mit Angst zu tun. Das ist Gecko. Und wenn man dann nachts durch den Gegenwald, der lebt nur so in Bambuswäldern, nicht einfach. Der sagt so Gecko. So ruft er, genau. Da denkst du ja, da steht einer. Ja, das haben wir schon oft gedacht. Ja? Ja, also wer so nachts, also überhaupt tagsüber auch nachts mal durch den Regenwald geht, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Diese Stimmen, die man dort hört, die sind wirklich furchterregend, wenn man nicht weiß, was denn dahinter steckt. Absolut. Oft ist es nur ein unglaublich lauter Ruf und dahinter steckt ein ganz klitzekleiner Frosch. Und da haben wir uns natürlich in den Laufe der Jahre dran gewöhnt. Damals wieder. Ja, pass auf, Bewegtbilder jetzt gleich. Da geht es auch um diese Schlange hier. Was ist das für eine? Das ist eine Bambusotter. Und gefährlich? Giftig. Ja, also gefährlich. Schau mal hier. Wie nah seid ihr da dran? 1,5 Meter. Was macht euch da so sicher, dass die jetzt nicht schnappt? Wir haben sehr viel Erfahrung. Diese Erfahrung haben wir. Sind jetzt keine Draufgänger, die sich einfach durch den Regenwald durchschlagen. Guck mal, wir was für ein schönes Bild, ne? Dieser Schattenwurf da. Das zeigt echt Liebe zur Fotografie. Das gibt es auch als Still, ne? Dieses Bild. Grandios. Oder das hier zum Beispiel. Es ist auch eine Gottesanbeterin, die jetzt so ganz zaghaft so an den Ast herum hochklappert und unglaublich. Also, super. Dass wir das alles. Also, wir werden ja oft danach gefragt, so, was für eine Fotoausrüstung, was habt ihr dabei, um solche Bilder zu machen? Es ist sehr, sehr viel Leidenschaft, auch eine gewisse Portion Leidensfähigkeit. Ja, absolut. Das ist nicht so, auch wenn man hört, es ist der artenreichste Landlebensraum unseres Planeten. Man sieht so gut wie gar nichts. Im Regenwald möchten die Tiere am liebsten nicht da sein. Das ist wirklich so. Deswegen habe ich auch bis jetzt die Frage vermieden, was ist denn mit fiesen Tieren und mit Schlangen und so weiter. Man trifft die gar nicht so häufig. Ne? Das Klischee über den Urwald geht ja komplett anders. Wir haben noch nie fiese Tiere getroffen. So. Jupp. Genau. Die Tiere leben in ganz normalen Instinkt. Man muss sich an Regeln halten. Ja. Es war noch nie ein fieses Tier dabei. Aber es ist natürlich schon gefährlich, ne? Oder wenn man da durchläuft und du trittst aus Versehen jetzt zum Beispiel auf eine Schlange, wenn die sich so tarnt. Genau, aber man tritt aus solche Schlangen eigentlich nicht. Wenn die uns durch den Regenwald tapseln hören oder spüren, dann verstecken die sich meistens. Also es ist hier so ein Exemplar. Was ist das hier? Das ist eine
grüne weibliche Anaconda. Da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte dazu. Das ist auch in Suriname. Und wir sind lange mit unserem Paddelboot unterwegs gewesen. Und Dieter wollte schon wieder zurückkehren, weil es wurde langsam sehr warm auf dem Boot. Und es passierte eigentlich auch nicht viel. Und er sagt, ach komm, Sandra, lass uns umdrehen, das ist nichts und das ist so heiß. Und ich sage, Dieter, Mensch, komm, die eine Biegung noch. Und da lag sie dann. Habe ich auf Sandra gehört und dann sahen wir auf einmal diese riesige Anaconda. Ihr wisst, riesig ganz genau, heißt? 6,5, 7, 7,5 Meter. Und dann habe ich aber auch als Fotograf diese Spiegelung im Wasser erkannt. Ich habe zu Sandra sofort gesagt, komm rechts ans Ufer ran. Ich bin ins Wasser reingesprungen. Sie hat mir die Kamera angegeben. Ich bin dorthin geschwommen. Ins Wasser rein? Ja, und Sie sehen diesen dunklen Streifen auf den Felsen. Das ist quasi die Welle, die mein Körper dorthin gepusht hat. Und dann war die Spiegelung zerstört. Dann habe ich mich so ein bisschen in Grätspagat davor ihr gestellt, so in vielleicht 2 Meter Entfernung. Luft angehalten, dass sich das Wasser wieder beruhigte, der Spiegel wieder ganz fein wurde und die Reflexion wieder zum Vorschein kam. Ja, und dann habe ich dieses Foto gemacht. Super schön, aber Dankeschön. Eine letzte Geschichte noch, Sandra. Neugeborenes Orang-Utan-Baby. Was war das für eine Situation? Ja, das war auch großartig. Wir waren in Borneo unterwegs und haben dort eine schon längere Zeit eine Plattform umerrichtet und waren halt mal wieder dort unterwegs und haben ich mit dem Fernglas und ich sagte, Dieter, da bewegt sich etwas. Und dann sehen wir einen Orang-Utan. Weibchen mit deinem frisch. Also wir waren jetzt selber in 45 Metern Höhe. Genau. Ja, wollten wirklich eigentlich nur den Regenwald von oben fotografieren. Und zuvor haben wir ein Bild gemacht, das ist jetzt eigentlich am nächsten Morgen. Am Abend zuvor kam dieses Orang-Utan-Weibchen mit ihren Jungen. Und wir haben ein Bild gemacht, wie es uns wirklich anschaut. Das hat genau gesehen, dass wir da sind. Der sieht euch jetzt, in der Sekunde sieht er euch. Der sieht uns an, wir sind also auf demselben Level. Und wirklich, meine Frau und ich, wir haben dort oben gesessen und gerade am nächsten Morgen und wir haben wirklich geweint. Das verstehe ich total. Das war das Schönste, was wir überhaupt so erlebt haben. Dirk Steffens erzählt das immer, der sagt, wenn dich Tiere angucken, das ist immer sehr berührend und so weiter. Ich kenne das so aus mit Bären auch, wenn der dich genau in der Linse erwischt und guckt dir in die Augen, dann weiß, okay, der meint jetzt wirklich mich und da weißt du nie genau, was denkt der jetzt. Ja? Aber er sagte, bei Primaten ist es besonders berührend, weil du als Mensch spürst, dass wir verwandt sind mit denen. Unglaublich war das. Und vor allen Dingen, die wissen ja auch, dass wir auch gegenüber sitzen. Ja. Für die ist das wahrscheinlich genauso komisch oder faszinierend wie für uns. Ja. Und dass diese Mutter den Tag zuvor ihr Schlafnest dort gewählt hat und sagt, hier gehe ich mit meinem Jungen schlafen. Hier, weil Orang-Utans müssen nicht täglich ein neues Schlafnest bauen. Okay. Hier lege ich mich hin, obwohl diese beiden komisch aussehenden Primaten auf der anderen Seite sitzen. Das ist, ich meine, das ist ein Geschenk, das haben auch noch nicht viele Menschen und das werden auch nicht viele Menschen auf dieser Welt erleben. Und wenn man dann aber weiß, wenn ein so ein kleiner Kerl, wie man den auf diesem Bild sieht, der Junge ist vielleicht 8, 9 Monate alt, wenn man weiß, wie gefährdet dieser Lebensraum aber ist. Und wir haben uns überlegt, wird dieser wohl auch groß werden? Wird er noch die Möglichkeit haben, im Regenwald frei zu sein? Was, wenn es so weitergeht mit Zerstörung der Regenwälder, wie es zurzeit ist, wird es bald nicht mehr geben. Mhm. Und das ist auch der Motor, der uns antreibt. Wir möchten durch unsere Fotos begeistern. Wir möchten begeistern, also wir möchten mehr als nur auf den Auslöser drücken. Wir möchten Begeisterung auslösen und sagen, Leute, das, was wir hier auf unserem Planeten haben, diesen tropischen Regenwald, den brauchen wir zum Leben. Der steckt voller einzigartiger Lebewesen. Mhm. Und da haben wir uns zur Aufgabe gemacht, dieses zu dokumentieren. Das ist der Grund, warum wir uns heute hier gesehen haben. Danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Viel Glück für die nächste Reise. Geht wohin? Nach Sumatra. Sumatra, okay. Also scheint ein guter Ort zu sein. Sumatra. Dann sehen wir uns, Sandra, Dieter, irgendwann in Sumatra. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Nehmt ihr mich mal mit. Ich habe aber Angst vor Spinnen. Das ist das einzige kleine Problem. Großartiges Buch und herzlichen Dank für euren Besuch. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Roman Neustädter, der heute unser Gast war. Vielen Dank, Roman. Sehr interessant. Bedanke mich sehr herzlich bei Thea Dorn, der ein tolles Buch über Patriotismus gelungen ist. Gefährliches Wort. Und bedanke mich sehr herzlich bei Armin Laschet, der vielleicht schon bald einen Job in Berlin hat. Man weiß es nicht. Werden wir dann bei Gelegenheit besprechen. Jetzt die Kollegen von